Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarz 2. Wir sind gerade hier in unserem Filmstudio, haben uns im letzten Part einen Film angeschaut. Und ja, ich muss dann im letzten Part dann weg, daher konnte ich den Part leider nicht in Überlänge machen, weil wir hier noch nicht fertig sind. Aber jetzt haben wir schön ordentlich Zeit. Und jo, hier drin befinden sich die Studios. Alle Filme, die in Pokéworld produziert werden, nehmen hier ihren Anfang. Komm, lass uns hineingehen. Ich bin mir sicher, Mr. Woody wartet drin schon auf uns. Genau, wir sind jetzt zu diesem Mr. Woody. Dann let's go. Bisher konnten wir auch noch nichts weiter machen. Hey, Boss, ich habe Dennis mitgebracht. Oh, ausgezeichnet. Vielen Dank. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Ich bin Mr. Woody, der Besitzer von Pokéworld. Ich habe dich zu mir gerufen, weil ich dich um einen großen Gefallen bitten möchte. Du ahnst es sicher schon, aber ich hätte gern, dass du Pokéworld dein Talent als Schauspieler zur Verfügung stellst. Mein Talentsucher meinte, man sehe dir gleich an, dass du zum Star geboren bist. Als ich dich vorhin dann zum ersten Mal sah, konnte ich es kaum glauben. Er hatte nicht zu viel versprochen. Sag ich doch, Boss. Es besteht kein Zweifel, dieses Kind wird im Nu die Herzen der Kinobesucher erobern, zu einem absoluten Superstar aufsteigen. Ja, da hast du sicher recht. Ich gehe auch schwer davon aus, dass Dennis eine glänzende Karriere im Showgeschäft bevorsteht. Ich bitte dich. Versuch's einfach mal. Warte, ich habe extra für diese Angelegenheit einen absoluten Topstar als Filmpartner für dich engagiert. Hey, Sandro! Okay. Gestatten? Mein Name ist Sandro. Nett, dich kennenzulernen. Der gute Sandro ist das Aushängeschild von Pokéworld. Ein Star der Extraklasse. Und ich habe hier genau das richtige Drehbuch für einen alten Hasen wie ihn und ein junges Nachwuchstalent wie dich. Dein entschlossener Blick gefällt mir. Ich freue mich schon darauf, mit dir vor der Kamera zu stehen. Hey, lass ich mir mal, weißt du noch? Na schön, wenn du einen Film drehen willst, musst du nur meinen Mitarbeiter dort ansprechen. Keine Sorge, wenn es nicht sofort so klappt, wie es dir vor, wie du dir das vorstellst, lass einfach alles raus. Los, Dennis, ich zähle auf dich. Leg dich ins Zeug, dann kannst du im Filmpalast schon bald deine eigenen Streifen sehen. Bin jetzt sehr gespannt. Ich kenne das hier gar nicht. Und, ach, wir müssen, ich wollte sowieso eigentlich, wollte ich gar nicht rausgehen, aber egal. Dann, willkommen in den Pokéworld Studios. Und du bist, nein, dein Gesicht sagt mir nichts. Das heißt wohl, dass du noch nicht so lange im Geschäft bist. Achso, ach, ich muss ihn nach vorne, oder wie? Ja, Film drehen. Welches, eigene Pokémon hat natürlich. Oh. Leih-Pokémon, na toll. Wir dürfen nicht unsere eigenen Pokémon verwenden. Na egal. Oh, Greenscreen. Alles klar, fangen wir an. 3, 2, 1, Action! Und jetzt kommt ein Kampf, oder wie? Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Film ab für Star Sandro. Ja, die Antri wird in den Kampf geschickt. Ja, der Greenscreen. Riolo. Darf René doch jetzt? Achso, nee, das ist jetzt anderes Riolo. Das Drehbuch zu lesen ist von. Was wird. Haben wir mal einen schönen. Hat Unlicht eigentlich. Unlicht Stahl? Da müsste ja Kraftwelle sehr effektiv sein, oder? Ja. Oh, was ist denn das denn spannend? Spielt ihr gerade hier Super Endshow auf oder was? Ja. Natürlich bin ich bereit. Szene 2. Ja, die haben extra hier Pokémon vorgelegt oder ein Pokémon vorgelegt, was. Wo wir bei beiden sehr effektive Attacken haben. Eishieb zum. Oh, Eishieb hätte ich gerne für René. Wow, wow, wow. Volltreffer. Das war knapp. Sehr gut für einen Film. Schnitt, das ist möglicherweise gar nicht mal so schlecht. Das war's, Leute. Wir haben alle Aufnahmen, die wir brauchen. Oh, schon fertig für heute? Sollen wir das Material zu einem Film zusammenstellen und ins Kino bringen? Ja, na sichi. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, meinetwegen ruhig auch. 3 Uhr haben wir bisher. 3 Stunden gespielt, okay.
Schon so spät? Ja, lol. Lol. Ja, gut. Hey, ausgezeichnete Arbeit. Das war eine aufwühlende Darbietung. Bin schon gespannt auf den fertigen Film. Jetzt kommt der Clou. Wenn du hier in Brokenwood einen Film gedreht hast, wird er auf der Stelle nachbearbeitet und im Filmpalast veröffentlicht. Komm, jetzt lass uns gleich im Filmpalast vorbei. Möchtest du erstmal mit den Leuten hier reden? Ich kann gar nichts alleine machen. So. Hey, Boss. Das ist nur ungern, aber sie haben noch diesen Termin. Ach, richtig. Na schön. Es tut mir leid, Dennis. Ich kann dich leider nicht mehr begleiten. Also solltest du dir unbedingt trotzdem die Leinwand... dein Leinwanddebüt ansehen. Immerhin hast du daran mitgespielt. Das wird bestimmt ein Riesenspektakel. Na schön, ich verabschiede mich dann mal. Du bist hier im Pokéwood jederzeit willkommen, Dennis. Ja. Jetzt können wir alleine rumrennen, ein Glück. Wir haben so gesehen das Tutorial hier abgeschlossen, hier in Pokéwood. Wir werden jetzt uns auch nicht mehr so lange hier aufhalten. Ich werde noch mit den Leuten reden. Mir das nochmal ein bisschen anschauen. Vielleicht auch den Film noch anschauen. Und dann hauen wir hier auch wieder ab, weil ich weiterkommen möchte. Mit Dreharbeiten hier in Pokéwood kommen für gewöhnlich nur Leih-Pokémon zum Einsatz, stimmt's? Heißt das, mein kleines Yorkleft kann kein Filmstar werden? Wenn sich ein Film, den man mit Leih-Pokémon gedreht hat, zu einem Klassenstar entwickelt, kann man ihn offenbar mit seinen eigenen Pokémon nochmal neu drehen. Ich habe auf jeden Fall vor, mit meinem Flunschling zum Superstar aufzusteigen. Ich kann auch auf deine Unterstützung zählen, oder Flunschling? Die haben hier Vorstellungen. Hallo! Hast du irgendwelche Fragen zum Thema Pokéwood? Nee. Ey, ich spiele ja auch durch. Hallo, bist neu hier, hab ich recht? Kann mir gut sein, Schauspieler hat sich vor allem ans Drehbuch zu halten. Wenn du ein Superstar wie Sandro werden willst, musst du dafür auch arbeiten. So, da kommen wir wahrscheinlich noch nicht durch. Nee, da kommen wir noch nicht durch. Dann gibt's hier unten noch eine kleine Zuschauerkulisse. Ich bin CGI-Spezialist. Du hast sicher schon den grün gefärbten Bereich des Sets gesehen, oder? Mein Computer und ich sorgen dafür, dass aus Aufnahmen, die in diesem Bereich gemacht werden, später einmal packende Filme werden. Ja, und da darf man auch nicht durch. Gut, dann sind wir in diesem Raum mal fertig. Dann können wir ja wieder hier rausgehen. Generell, ich habe jetzt hier keinen Überblick, was hier noch so alles ist, weil das ist ja hier ein bisschen größer. Wieder so eine komischen. Ich probe gerade. Wenn man sich als Schauspieler nicht ausreichend auf einen Dreh vorbereitet, kann aus dem Film sonst nichts werden. Ja. Mein Kollege. Eine einzige improvisierte Dialogzeile kann einen ganzen Film verändern. Pokéwood eröffnen sich einem viele Möglichkeiten. Assistent, es ist vollbracht. Den ist im Kasten. Das Resultat ist besser, als ich mir je erträumt hätte. Jetzt sehen wir die bisherigen Szenen gleich nochmal auf, damit alles wie aus einem Guss wirkt. Ich bin ja der Regieassistent, aber ich bin auch ganz neu in diesem Gewerbe. Der Regisseur ist sehr streng und schimpft ständig mit mir. Ah, es gibt noch so viel zu lernen. Aber dafür habe ich den besten Lehrer, den man sich wünschen kann. Ah, der Regisseur verlangt mal wieder, dass wir wie in Berge versetzen. Naja, dafür sind seine Filme aber auch immer allererste Sahne. Ja, Genie und Wahnsinn liegen eben nah beieinander. Ja. Was ist denn hier unten? Das Areal ist groß. In dieser Halle werden besondere Setbauteile und Requisiten gelagert. Vor dem Zeitalter der Computergrafik muss man alles, was man dem Publikum zeigen wollte, da wirklich bauen. Das stimmt allerdings. Aha, jetzt warte ich hier schon vorgeschlagene 3 Stunden. So lange kann es doch gar nicht dauern, sich schminken zu lassen. Wer weiß. Man kann sowas sehr lange dauern. Ich bin erst mit Dave von hier aus, also fühle ich mich wie ein Monster. Ah. Dieser Wohnwagen wird als Garderobe verwendet. Hier probieren wir unsere Kostüme an, bevor wir unser Make-up verpasst bekommen und gehen nochmal das Drehbuch durch. Ich war eben selbst noch da drin. So, los geht's. Ich gebe heute mein Bestes. Und wie sprechen ist gerade nicht ganz so dolle drin. Ich weiß nicht warum. Das ist mein erster Part heute. Irgendwann spiele ich auch mal in einem Film mit und werde berühmt. Dann kaufe ich mir eine Villa. Eine Villa, eine riesige Villa. Nicht jeder hat das Zeug zum Superstar. Der Besitzer von Pokéwood lässt nur ganz besondere Trainer in seinen Filmen mitspielen. Der Onkel da drüben hat im Kino schon mal neben mir gesessen. Er hat während des Films ständig nach seiner Mama gerufen. Lol. Ich habe gehört, in Pokéwood werden jetzt so Horrorfilme gedreht. So einen Kinderkram will auch kein Mensch sehen. Okay. Hallo, wie wäre es mit einem der berühmtesten Pokéwood-Star-Poster? Bei Frauen und Kindern ist momentan Sandro der Renner. Die Männer dagegen fahren gerade alle auf Sabrina ab. Wie? Ob ich auch ein Poster von Dennis im Angebot habe? Nein, sowas spüre ich nicht. Ey, unfair.
Oh, das sieht ja schön aus. Hm, lass mich kurz nachdenken. Wie wäre es mit einem Liebesfilm? Das wäre doch genau das Richtige für uns zwei Turbo-Tom, oder? Sag, was für einen Film wollen wir uns heute anschauen? Ein Blick auf die Filmplakate hier reicht, um mein Herz höher schlagen zu lassen. Was schaue ich mir heute an? Keine Ahnung, wir gehen jetzt hier in dieses Haus, weil da können wir unseren Film nochmal anschauen. Und dann sind wir endlich durch. Filme sind schon was Feines. Weil ich möchte endlich auf die nächste Route wieder kämpfen. Mit diesem Bildschirm kannst du die wirtschaftlichsten Ergebnisse deiner Pokéwurst-Filme abrufen. Ja, hier können wir das jetzt anschauen. Film ansehen. Kino 1, Super Sandro. Gegen Ryu Rocket. Ja, schauen wir uns mal an. Ich werde jetzt den Text nicht vorlesen, weil das war ja beim letzten Mal, glaube ich, auch so, dass der Text viel zu schnell vorbeiging. Das ist einfach auf mich wirken. Was sind das da oben für Zeichen? Sind das japanische Zeichen? Oder ist das derselbe Film, wie wir letztens geschaut haben, im letzten Part? Wenn wir ja jetzt sehen, ob wir dran kommen. Nur, als wir den Film angesehen haben, hat er das Riolu-Kit verloren. Das sind nicht wir. Weil wir haben ja eigentlich gewonnen. Ich mach mal hier durch, weil... Doch, Kraftwelle, doch, das müssen wir sein. Weil... Jetzt ist das Riolu besiegt. Das Galliantri, sorry. Genau. Vielleicht ist es auch gewollt, dass da ein Volltreffer kommt, als wir da gekämpft haben. Könnte nämlich auch sein. Da kommt nämlich die Pinte. Ja, da war der Volltreffer und dann tschüss. Oh, wir kommen jetzt in den Vordergrund, weil wir haben den Super Sandro besiegt. Gut, das brauchen wir jetzt nicht mehr, aber ich kann das leider nicht abbrechen. Schade drum. Oh, gut geklatscht. Sehr schön. So, dann sind wir hier am Ende. Olle, da kommt der Besitzer nochmal. Oh, Hallöchen. Wenn das nicht Dennis ist. Ich wollte mit dir über deinen letzten Film sprechen. Er ist ein Riesenhit. Wenn du weiterhin solche fantastischen Filme drehst, werden dich die Zuschauer und die Mitarbeiter lieben. Bis später, Dennis. Ich freue mich auf deinen nächsten Film. Ja, aber nicht mehr so schnell, weil wir müssen weiter. Wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen. Und zwar den Pokédex zu füllen. Generell weitere Kämpfe zu führen, zur nächsten Arena gehen und so weiter und so fort. Denn jetzt geht's hier erstmal raus. Auf zum normalen Abenteuer. Doch jetzt ist die Frage, wo geht's jetzt hin? Stimmt, das Schiff sollte jetzt ablegen. Das Schiff nach Stratos City war das, ich glaube. Jetzt ist aber... Oh, lol. Yeah, seid ihr etwa von Team Plasma? Richtig, wir sind Team Plasma. Vor 2 Jahren wurden wir von dem Mann, den wir als König und Held verehrten, verraten und unser Plan, die Herrschaft über einen Erzerring, scheiterte. Aber wir geben nicht auf. Niemals! Wir haben schon angefangen, einen neuen Plan in die Tat umzusetzen. Haltet,
Halt die Klappe! Ihr redet immer davon, dass ihr die Pokémon befreien wollt. Aber dabei seid ihr nichts weiter als Pokémon-Diebe. Ihr seid das Letzte! Denkt ja nicht, dass ich euch das verzeihen werde. Erst werden wir auf dem Hof von einem Yorkcliff gejagt. Und jetzt auch noch das. Mir reicht es langsam. Ah, naja, was soll's? Immerhin können wir diesen Trainer seine Pokémon klauen. Dann mal los, liebe Kinderchen. Greift an, wenn ihr bereit seid. Ja, ein Kampf! Jeder kämpft gegen den anderen. Euren neuen Plan werde ich zunichte machen. Ich werde Team Plasma niemals verzeihen. Ja, Retro. Kann ich verstehen. Okay, wir kämpfen noch nicht. Wie sehen unsere Pokémon aus? Ja, sehr gut. Jonas ist jetzt ein bisschen hinterher mit den Leveln. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, René mussten wir halt einfach leveln wegen der Arena. Wir hatten mit Jonas gar keine Chance. So, währenddessen kann ich ja mal kurz reden. Ich habe nochmal mich mit den Pokémon informiert. Und zwar von meinem aktuellen Team, was ich so geplant hatte, musste ich nochmal ein Pokémon rausstreichen. Sobald dieses Pokémon mal vorkommt, kann ich euch ja sagen, ja, das war dieses Pokémon. Oh oh, das könnte nicht gut ausgehen. Erst wenn wir mal jetzt so ordentlich hinschauen. Ja, das sieht doch gut aus. Bei Geduld, wenn wir da zu lange warten, dann wird uns das Doppelte an Schaden gemacht, was das Schnagelotz bisher erhalten hat. Daher müssen wir jetzt unbedingt angreifen. Scheiße. Das ist jetzt so doof. Mann! Ui! Jonas! Boah! Glück gehabt! Ja, auf jeden Fall. Gut, ich komme nochmal später darauf, weil der ist schon besiegt und am besten ich rede nochmal darüber, wenn wir auf der Route sind, auf der nächsten Route. Das kann nicht sein! Wir haben gegen Kinder verloren! Mist, lass uns abhauen! Ey, nicht umrennen. Naja. Ha, was für schlechte Verlierer! Wir teilen uns auf. Ihr sucht auf Route 20. Wenn ich verloren hätte, hätten sie mir meine geliebten Pokémon weggenommen. Danke euch. Ihr nehmt das. Vor allem eins. Zerschneider. Eine sehr starke Normalattacke. Glaube ich. Das ist eine vor allem. Sie enthält die Attacke Zerschneider. Ein Pokémon, das Zerschneider gelernt hat, kann damit außerhalb eines Kampfes kleine Bäume fällen, die in dir am Weg sind. Oh, aber anstatt hier zu plaudern, sollten wir lieber Team Plasma verfolgen. Komm, wir suchen getrennt Route 20 nach diesen Schurken ab. Okay, wir schauen da aber erstmal nach. Ach, der Schneider halt. Wie stark das ist. Eine VM. So, wenn könntest nur Jonas erlernen. Und ich weiß nicht, wie das hier in dieser Generation ist. Stärke 5. Oh, puh. Nee. Der Schneider kommt nicht in Frage. Da werden wir wahrscheinlich, wenn wir der Schneider brauchen, vor allem Sklaven fangen. Werden wir auch machen, wenn wir einen normalen Pokémon antreffen, dann wird das erstmal unser vor allem Sklave. Gut, wir müssen jetzt zur Route 20, währenddessen kann ich ja ein bisschen reden. Wie gesagt, ich musste ein Pokémon rausstreichen, weil ich mich da so ein bisschen verguckt habe. Es ist in dieser Generation erst extrem spät möglich, dieses jeweilige Pokémon zu fangen. Und ja, deswegen musste ich das rausnehmen, weil ich möchte natürlich nicht ganz so lange warten. Und dafür habe ich jetzt ein anderes Pokémon mit reingenommen als Teamplanung. Aber ja, das Retro, der sucht wahrscheinlich noch. Ja, wir sollen uns auch hier umsehen. Das kriegen wir hin. Hier ist der Dowsinghof. Hier ist immer noch Route 20. Wir müssen noch hier irgendwo sein. Da ist der. Auf jeden Fall, Ende vom Lied ist, dass ich da jetzt nochmal ein bisschen was umgeändert habe. Ich habe mir generell auch mal aufgeschrieben, wo ich jedes Pokémon fangen kann. Und auch die Level da mal aufgeschrieben, also wie die Level der Trainer da sind. Habe ich mal grob drüber geschaut, damit ich ungefähr weiß, wann das dann ist. Bei einem Pokémon bin ich mir auch nicht sicher, wann das rankommt, weil das nur in der Stadt gefangen werden kann. Glaube ich.
Oder wenn ich das jetzt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, hier ist noch was anderes. Ich kann auch noch woanders gefangen werden, aber da habe ich keinen Trainer gesehen auf der Seite. Ja, wie dem auch sei. Da ist der. Ein Plasmarübel. Mensch, aufdringliches Gabe kann ich echt gar nicht haben. Oh, nochmal ein Kampf. Oh, und René ist. Jonas ist nicht geheilt, das ist überhaupt nicht schön. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber auch nicht damit gerechnet, dass jetzt hier ein Kampf kommt. Ein Philly-Lu. Ja, komm. Wir wechseln jetzt gleich zu René. Ich möchte hier natürlich kein Risiko eingehen. Dann Wirbel. Senkt die Genauigkeit. Ja, trotzdem. René, Kraftwelle. Wunderbar. Dann ist es weg. Macht keine Probleme mehr. Ich werde gleich mal Jonas heilen. Jonas erreicht auch Level 17. Wunderbar. Ui! Nanu? Jonas entwickelt sich. Yes! Und es wird dann dementsprechend noch stärker. Wie sieht es in dieser Generation aus, diese Entwicklung? Das finde ich immer spannend zu sehen. Okay. Gefällt mir die bisher die Animation? Ja, die gefällt mir. Glückwunsch! Dein Jonas wurde zu einem Efo-Serb. Cool. Keine neue Attacke zwar, aber trotzdem cool. Also eigentlich habe ich gar nichts davon, dass ich hier geflüchtet bin. Denn hier ist niemand von meinem Team. Ich muss an einem Ort in Meeresnähe. In diesem Sinne, ich flüchte aufs Neue. Leb wohl, Vapidro City. Petro kommt von links, war da nicht rechts? Egal. Alle im Weglaufen sind sie ja echte Waldmeister. Weltmeister. Aber sie hat da eben was sehr Interessantes gesagt. Offensichtlich reisen sie per Schiff, der von hier aus nächstgelegene Hafen ist, in Strato City. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Jo, da wollte ich ja sowieso hin. Und freut mich, dass wir da jetzt hingehen können. So, ja gut, hier gibt es dann nichts weiter. Ich werde trotzdem mal kurz René einwechseln. Weil Jonas einfach zu viel nicht KP hat. Wir werden uns gleich im Pocket Center uns sein. Aber vorher ist hier ein Tusegur. Ne, Tusegur will ich jetzt ja weniger haben. Ich hätte gerne so einen normalen Pokémon. Für Zerschneider halt als Vollmsklave. Dann haben wir auch dann drei Pokémon erstmal bei uns. Manche Pokémon können wir auch erst von unserem Team später fangen. Das dauert noch ein bisschen. Lol. Drei Pokémon. Dann müssen wir jetzt erstmal eins bis. Scheiße. Jonas. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich schätze nicht ex. Können wir fliehen? Ja, sehr schön. Ich hatte es ein bisschen noch nicht so, dass beim Doppelkampf, wie das da so ist. Aber wie man das. Ach, egal. Ich hätte gerne jetzt noch irgendwie. Mal Pokémon, da gibt's doch hier Philly-Lu, hatten wir ja eben, aber ich wollte kein Risiko eingehen, wenn Jonas da drin ist. Komm, jetzt finden wir hier noch eins. Oh, ist das euer Ernst? Ich weiß halt nicht, ob das hier auch Zerschneider kann. Bei Normal-Pokémon sind wir einfach ganz sicher. Auf der sicheren Seite halt. Komm, jetzt hier. Tusegur wieder. Ah gut, das müsste eigentlich auch Zerschneider können. Aber ich möchte trotzdem Normal-Pokémon. Ich gebe noch ich mache noch drei Versuche hier. Ah, jetzt hier. Ein Nagelotz, das passt doch. Schwächen können wir es nicht, weil es einfach zu niedrig gelevelt ist. So, Bella. Hm, Pokéball. Das wird allerdings kein Teammitglied wie Satt. Ist einfach nur da für VMs. Und wird nicht im Kampf eingesetzt. Es sei denn, vielleicht strategisch klug, wenn ich da noch jemanden opfern möchte, kann ich dann den Vollmsklaven opfern. So. Jo, bitte.
O-M. Klar. So, passt. Dann sehen wir uns im nächsten Part dann wieder. Ich werde jetzt kurz noch die Pokémon heilen. Und dann im nächsten Part beginnen wir dann vorm Hafen den Part. Da werde ich dann im nächsten Part auf euch warten. Bis dahin und tschüss.